Okay, die meisten Leute sagen rein, du hast einen Knall, ja. Du wolltest doch eigentlich Heavy Metal spielen. Ja, okay. Heavy Metal ist eigentlich grundsätzlich erstmal geschützt. Möglichst schwarz. Ich habe hier irgendwie meine echte Elchjacke an. Also von Weitem bin ich nur als Elch zu erkennen. Ja, Knarre muss immer dabei sein, weil Metal, deutsche Klubstahl, alles gut. Und deswegen, ach so, Mist. Nichts deutsche Klubstahl, Heavy Metal. Achtung. Ja, das nur zur Verteidigung, falls irgendwie die Teenies zu wild werden, ja, dann gibt es ein paar auf den Arsch. Ja. Auf den Nackten. So. Okay. Ganz vergessen, Heavy Metal ist natürlich, macht man mit der Gitarre. Okay, ich habe versucht jetzt irgendwie meine Gitarre ein bisschen grün umzuspritzen, damit das irgendwie auch zu meinen Tarnaktionen irgendwie jetzt passt. Der Witz bei der ganzen Angelegenheit ist halt einfach, die Gitarre, die ist, die tiefste Seite ist H. Also ein H, keine Ahnung, also ganz schön tief, ne? Und die höchste ist auch ein H. Sonst ist alles wie normal. Mist, ich habe meine Spritzen vergessen. Ach so, da liegt noch eins. Also, Heavy Metal gibt man sich zuerst mal die Dosis für, ne? Da braucht man irgendwie einfach nur mal hier so reingehen. Oh, das piekst immer so doll. Ich mache das immer ohne Gürtel, weil mein Armband macht das so. Okay. Oh, lecker. Ja, so. Jetzt geht das weiter. Hey, das sieht doch. Jetzt bin ich bei Heavy Metal schon. Oder so. Vielleicht muss ich irgendwie. Nee, scheiße, irgendwie auf drei Hände geht eben nicht. Okay. Jo, da habe ich mir so ein kleines Thema überlegt. Das war's schon. Ja. Okay, jetzt mache ich mal was anderes. Hab nämlich nur einen speziellen. Okay. Mich erkennt ja hoffentlich keiner. Weil, Elch. Hier, Rücken vor allen Dingen. Also, Rückenelch, also von hinten grundsätzlich nur Elch. Okay, machen wir nur weiter. Ach so! Haha! jo, kommt ein zweiter Teil. Mal so schon. Warte!